Aha. So ein hässliches Bild von mir drin. Ein Finger. Oft. Ich auch. Der Arschbohrer oder was? Alter, die sagt ich auch. Und nee, aber da kommt noch das andere Video. Nee, das wollte ich verließen. Das ist schon wieder so laut. Und sind Meister. Und was jetzt los? Eure Meinung zu Flitzern? Was? Max hat sich umgekickt? Volle de Climax hier. Okay, das war aber ein guter. Hab reingescheit. Ja, wer von euch wird auch mal einen Flitzer machen beim Fußballspiel? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Macht euch gespannt für den absolut kranken Fußballkrimi. Gewinnen wir heute, sind wir Meister. Nachteil ist jetzt nur, die ganzen Influencer spielen. 5 gute Spieler, der Rest nur Influencer. Influencer 1. Wer ist jetzt der gute Spieler? Schubst da mal direkt 2 Spieler vor sich her. Sascha. Ja, Emotion. Sascha, heute, wie fit bist du? Halt Maul. So, okay. Das ist auch eine Antwort, ne? Spaß von Anfang an nehmen. Auf der Dreier gut, aber auf dem Spielfeld Konsequenz. Digga, wie spielen die denn? Also ich hab das Spiel nicht gesehen, ne? Aber... Digga, wie ist er denn geflogen? Nein, aber das brauchen wir. So muss gekämpft werden. Gezeigt wird. Ja, das... Ah, geht doch alle vorbei. Nein! Nein, überhaupt nicht. Ist das Hand? Hätte er gleich Volleyball spielen können. Wollen wir hören? Jetzt will ich euch hören, Chat. Mark, Mark fragt noch, wie spiele ich Fußball? Ach hier. Wie hat er gerade Mark Eggers gesagt? Ach so, das ist er sogar. Der Alex hat mir gerade noch erklärt, wie man schießt. Alex Keck in der Mitte, Mark! Zu fett zum Rennen. So eine schöne Reingabe. Da ist er. Da ist er. Guck mal noch die Hand an. Ja. Mit der Dingsliebe. Der wollte echt mit der Hand greifen. Wie geil, ey. Mit Kopf hin, du Vollpfosten. Digga, da muss die Birne noch hin. Flugkopfball, du Fettsack, Alter. Ich wollte gerade sagen, hey, wenn er auf dem Rasen ist, ah, das wurde so geschnitten und dann ist er als Kommentator. Okay. Wenn er 15 Meter und sein Tempo gefunden hat, dann ist er da. Das mag. Es wirkt aber auch, allein wie er schon läuft, ne, als wenn die alle ultra unsportlich sind. Team Mallorca ist am Start. Bitte nicht auf meine Hufe achten, es gab nur noch 30. Ich feier das wie Arschbetrunke. Und dein Hintern ist brutal. Ach du Scheiße, 69. Oh nein. Deswegen hast du das Video geschickt, Dani. Bitte nochmal Replay, hier kommt. Das ist der erste Fail. Alter. Aber kann man echt denken, dass jemand, also dass die doch nicht Sport gemacht haben, ne? Knossi und Adam auf dem OMR. So, herzlich willkommen. Jetzt wird hier genetzwerkt. Hallo. Aha. Diesen Roboter, der spricht mit mir? Wer bist du denn? Jens heiße ich. Hallo Jens, ich bin Amika. Du guckst einen ja wirklich in die Augen. Ich versuche es zumindest. Ist das ein bisschen blöd, dass ich dich auch irgendwie attraktiv finde? Nein, das ist vollkommen verständlich. Was? Sagt ein Roboter. Wenn man Siri sowas fragt, kriegt man immer Scheiß Antworten. Sprich mit dir, guck dich an. Ganz kurz, wenn wir uns demnächst irgendwo mal wieder treffen. Ich habe mit dem heutigen Tag meinen Namen ein bisschen geändert. Wieder? Ich bin jetzt KI Pflaume. Oh. Ich hätte gern das Ding als Sidekick in meinem Stream. Wie, als Sidekick in deinem Stream? Einfach als Sidekick. Künstliche Intelligenz und wie sie uns bald ersetzen wird. Fuck. Mein RTL! Das Scheiße. Ist ein Rentner auf einem Fahrrad. Hauptsache er ab. Und das er ist ab. Ein Flugzeug. Aber das hier ist keine Wasserflasche. Es ist eine Air-Up-Flasche, die normales Wasser in überraschend leckeren Geschmack verwandelt. Liebe Fluggäste, auf unserem Flug erwarten uns in kurzer Zeit ein paar leichte Turbulenzen. Ist das Schmutz? Ja, es ist geteilte Meinung, ne? Und das sind jetzt Turbulenzen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber die ich kenne, die es ausprobiert haben, meinen, das ist voll gut. Aber zurück zur Flasche. Wie ist das möglich, dass einfaches Wasser so gut schmeckt? Eben die Sinne verarscht werden. Das Geheimnis dabei sind die Duftpots, denn durch ihr Aroma und die sind arschteuer. Geschmack war. Scheiße, bleib, ich spring runter.
Würde ich fliegen? Ich kann fliegen! Ich fliege! Schau mal, das kleine Ding da oben, das ist ein solcher Aromapod. Sie übermitteln natürlichen Geschmack. Nein, Schatzi! Schatzi, komm schnell! Das ist so dumm. Wenn die Luftbläschen im Wasser an den Aromapod gelangen. Drecksau! Jetzt liegst du da wie Schmutz am Boden, Digga. Alter, was das für ein Aufwand ist, sowas zu schneiden, ne? Das ist keine Wasserflasche. Was ich fragen wollte, kann ich Auswechselspieler sein und ich werde nur ausgewechselt für Elfmeter oder Freistoß? Hä? Das ist eine geile Taktik, von der habe ich noch nie gehört. Man bringt dich nur so für den Elfer und wechselt dich sofort wieder aus. Ja, genau. Ja, man, aber begrenzte Auswechslung. Sascha in der Mitte. Okay. Elfmeter! Hugo, komm rein! Da kommt er! Da kommt er! Jetzt muss ich gerade an White Vader denken. Wir haben ein Jahr Fußball gespielt, damit Hugo jetzt die Meisterschaft klären kann. Lass mich raten, er schießt daneben. Der Torwart macht irgendwelche Gesten. Hugo! Wir müssen heute gewinnen. Triffst du, sind wir Meister. Verschießt du, sind wir nicht Meister mit der ganzen Mannschaft. Diese Erklärungslogik immer, ne? Wir haben ein Jahr Fußball gespielt, damit Hugo jetzt uns die Meisterschaft klären kann. Ich wette, er schießt daneben, ne? Ich kenne das Video noch nicht. Stand. Ja. Geil. Hugo! Nein! Alter, es ist noch alles drin. Ein Tor und der SSV Harzberg wird Meister. Jetzt, Eckig. Wer ist da? Dennis! In der Mitte! In der Mitte! Tor mit Ansage, wie bei eFootball. Schrei mal so laut du kannst, wenn du dich gerade richtig doll freust. Was? 3A! Angenehm! Musst du einmal. Ja! Oh nee. Arschgräber? Ey, ihn kennt man doch irgendwoher. Wissi, von TikTok. Bin der Knossi, ja. Hast du mich gekannt? Ja, sofort. Woher? Hast du mich erkannt? Ja, ich hab schon mal gesehen. Von TikTok. Von King Thomas. Thumbdance. Thumbdance. Irgendwo hab ich den auch schon mal gesehen, aber wer zieht sich sowas rein? Ich bin ja König des Internets. Welcher bist du? Ja, ich bin König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird. Da brauchen wir solche Dinge. Das müssen wir mal besprechen. Wir sollten uns unbedingt den Kontakt austauschen. Ah, kennen Sie mich? Okay. Von Flair? Ja. Der Rapper? Ja, ja. Ich hab alles schon gehört, aber noch nicht. Woher kennen Sie mich? Von Flair alleine? Ich hab's jetzt akustisch verstanden. Ob du Anna schon mal an der Möse geleckt hast? Hast du Anna schon mal an der Möse geleckt? Fragt der Motherfucker. Frag der Motherfucker. Bist du irgendwie bekannt oder so? Was stellst du dir für Scheißfragen? Bist du irgendwie krank? Du wie redest du? Was ist für eine Frage, du krank? Nee, Digga, hab ich nicht. Dafür aber deiner Schwester. Ich bewerbe mich bei Seven Worlds Wild. Magst du mein Auto machen fürs Video? Ja. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist Knossi, ich bin Benzi. Liken. Liken, kommentieren. Ja, ich so. Wäre gerne bei Seven Worlds Wild dabei. Ja, warum fragt er denn Knossi? Ja, aber es ist nicht einer von Marc Gebauer. Wann würde ich sagen? Ja, genau. Ja, ja. What fragrance do you wear? Sag mal, ich komme nicht drauf. Ist Jeremy Fragrance irgendwo in der Nähe? Nee, bitte nicht. Front. Der auf der Startseite bei mir auftaucht, hat das Ding mitgehört. Ja, weil er dabei war, aber er veranstaltet es ja nicht. Warum macht er ein Bewerbungsvideo und will das Knossi zeigen? So, hä? Muss er an Fritz Meinecke ein Bewerbungsvideo schicken. Und ist spannend. Sehr spannend, die Reaktion. Vielen Dank, Eli. Viel Erfolg weiterhin. Das eine Video war auch hammergeil, Montes asozialer Gamescom-Auftritt, ne? Moin. Hallo, moin. Gibt's einen Partner, wo du wirklich sagst, wenn die jetzt kommen würden, da wird ein Traum erfüllen? Mercedes. Ja, zwar nichts mehr. Kannst du dich noch dran erinnern, was da passiert ist? Ja, gab's mal ein bisschen Ärger. Also erstmal habe ich das VIP-Leasing verloren, weil mich ein alter Opa angezeigt hat. Ach ja, da war was. Aber, der hat mir den Mittelfinger gezeigt und ich habe ihn nur zurückgezeigt. Bitte du an Bord! Ey! Marcel, das sind Geschichten, die haben die meisten... Stimmt, das war auch so eine dumme, geile Situation, ey, wer das gesehen hat. Ich bin mir sicher, weil das mit Mercedes niemals wieder was wird, weil dann irgendein Zuschauer von mir, der hat sich auf die Instagram-Seite Mercedes Deutschland mit 12 Millionen Abonnenten reingehackt und hat mein Bild als Profil mit reingemacht. Und ja, nice. Dann war's komplett. Ist das echt passiert? Scheiße. Meine Mercedes wird so köpfe. Mercedes folgt jetzt auch AfD-Bund. Aber geil. Einfach die ganze Zeit auf der offiziellen Mercedes-Seite so ein hässliches Bild von mir drin. Also wirklich. Servus.
Aber du hattest wie gut, ey, wie gut. Nein. Kann ich Clip schicken? Ja, kannst du mir schicken, Dali. Wie gut. Ich würde so gerne so viel sagen, was er machen soll. Du hattest natürlich nichts mit zu tun. Jo, Digga, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Bin ich jetzt das Profilbild, oder? Das hat er nicht in deinem Auftrage gemacht. Nee. Er hat geschrieben, ich liebe dich, Montana Black. Sollten das jetzt nicht supporten, oder? Ich supporte gar nichts, ich mache mir Spaß draus, was kann ich dafür? Voll gut, ey, voll gut. Hallo, ich bin hier mit Monte aktiv, Digga. Ich bin dein größter Fan. Aber das weißt du wahrscheinlich schon. Ist wieder hier in Gang, ja. Okay, auf jeden Fall wollte ich sagen, Schalke Auftritt. Dankeschön, danke. Wer ist die, Emily? Dankeschön. Und ich wollte fragen, achso, ja, stimmt. Hattest du schon mal einen Finger? Oft. Ich auch. Ja, Arschbohrer oder was? Alter, die sagt ich auch. Sie sagt eiskalt ich auch, Alter. Das hab ich gerade erst so gecheckt am Ende.